Gestern noch am Königsbergli im Berner Oberland in Adelboden, jetzt schon wieder am Arlberg und somit auch im Vorarlberg Live-Studio. Was war denn das für ein Wochenende, bitte? Ja, unglaublich. Also es ist so viel passiert jetzt bei dem Wochenende für mich. Ich habe endlich einmal zeigen können, was in mir steckt, und bin froh, dass ich all meine Wegbegleiter und meine Unterstützer jetzt auch etwas Druck geben können, und bin unheimlich erleichtert und froh über meinen Weltcup-Sieg gestern. Die Bilder aus den TV-Kameras gestern bei der Live-Übertragung, alle die gesehen haben, haben auch nur erahnen können in jeder Sekunde, was für ein Riesenstein vom Herz des Johannes Strolz gefallen ist. Was bleibt eigentlich da? Es waren ja 6 Läufer noch, die sie abwarten mussten auf dem roten Sessel des Siegers, sozusagen der heiße Stuhl. Was war das für ein Gefühl? Ja, es ist so viel zusammengekommen in mir. Also, wo ich durchs Ziel gekommen bin und gesehen habe, dass ich vorne bin, ist für mich eigentlich der Tag schon perfekt gewesen, muss ich sagen, weil der 7. Platz eigentlich schon ein super Resultat gewesen wäre. Und dann habe ich gesehen, wie sie nach und nach sich zu Ende ausbissen haben, meine Konkurrenten. Und dann, ja, ist einfach so viel, wo über die letzten Jahre halt einfach passiert ist, ist schon so ein bisschen durch mich durchgegangen noch einmal. Und mir sind die ganzen Leute eingefallen, wo mir immer geholfen haben und immer hinter mir gestanden sind. Und dann, ja, ich habe einfach Trainer nicht mehr zurückheben können. Und es ist wunderschön gewesen.